Nun zu einem Österreicher, der drauf und dran ist, die internationale Szene zu erobern. Falco, der soeben mit Dreharbeiten zu seiner ersten eigenen Fernsehshow beschäftigt ist, die im Herbst ausgestrahlt werden soll und nicht nur die 10 neuen Songs von Falcos letzter LP Junge Römer im Programm hat, sondern auch Helden von heute und einen bisher unveröffentlichten Titel, nämlich Zakataka. Um Falcos internationalem Stil gerecht zu werden, wurde aber nicht nur in Wien gedreht, sondern auch in Rom, Ägypten und in den USA. Junge Römer tanzen anders als die anderen. Sie lieben ihre Schwestern lieber als den Rest der Welt. Frag junge Römer, erkennt ihr die Sonne? Sorgen. Oh, oh, oh. Junge Römer, die Nacht ist jung wie ihr, vergesst das Morgen. Downtown New York, Juni 84. Falco am Weg zu Dreharbeiten für seine Fernsehshow. Er ist der erste und bislang einzige österreichische Popstar, der auch international außerhalb des deutschen Sprachraums Erfolge erzielen konnte. Diesem Umstand soll auch in Falcos erster eigener Fernsehshow Rechnung getragen werden. Die Auflösung der Show erfolgte mit entsprechendem internationalem Anstrich. 1-2-1-2 Test, Watergate, Test 1-2. New York, Washington Square Garden, Ortszeit 19 Uhr. Hier Business as usual. Gewöhnliche Geschäfte, man kann hier sicher alles kaufen. Ansonsten sind die Häuser hoch, die Luft schlecht und die Musik schwarz. Ist es für dich jedes Mal wieder witzig, nach New York zu kommen? Absolut, absolut. Und ich glaube, dass ja das Empfinden dieser Stadt gegenüber davon lebt, dass es jedes Mal anders ist. Wir waren also bisher immer in den Mayflower da am Central Park und so, und ich meine, das kenne ich eigentlich schon. Und ich glaube, dass sie das sehr schnell abgreift. Die Stadt hat derartig viel zu bieten, dass man ihr nicht mit Ressentiments und schon mit gewissen Erwartungshaltungen entgegentreten darf, wenn man irgendwo aussteigt, John F. Kennedy und so, und sich nicht vorstellen darf, aha, das wird jetzt also so und so und so und so und so, wie man es in kleineren Städten sicher haut. Nicht? Man fährt sich da irgendwie ein auf gewissen Schienen, das wird in New York nie der Fall sein. Nicht? Und ich möchte eigentlich immer, wenn ich da bin, ganz differente Dinge erleben. Und ein Textzitat aus Falcos letzter LP. Inside, outside, Zeichen der Zeit. Wo wir sind, ist vorne. Sind wir hinten, dann ist hinten vorne schonungslos. Was sagt diese Kurzformel der Falco-Ideologie über den Star aus? Falco ist die Nummer 1, der internationale Star. Er ist elitär, arrogant, unnahbar, überlegen, unwiderstehlich. Er verkörpert all das, was wir gerne wären, hat alles, was wir gerne hätten und spielt die Spiele, die wir gerne spielen würden. Dieses Überimage macht den Falken synthetisch und irreal. Was sagt Falco selbst zu dem Problem, solch eine Figur in einer Fernsehshow umzusetzen, und wie sieht er sich selbst darin? Nur abgesehen davon, dass das Team absolut gestimmt hat, dass die Regie Rosa Quadrolitz halt passt hat, dass wir uns perfektest verstanden haben, auch in der Artikulierung der Dinge, war es sehr, sehr erfahrungsreich für mich. Und ich meine, ich weiß ja, ich muss zum Film, ich weiß nur nicht zu welchem. Und was sich für mich immer mehr rauskristallisiert hat, ist, dass ich eigentlich der jüngste Komiker Österreichs bin. Dinge, die ich also serious mache, die ich ernst nehme und ernst spiele, schauen am nächsten Tag derartig überwältigend komisch aus, dass man da also von dieser, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ihr Komiker werden könnt, vielleicht in reiferem Alter, wenn ich so diesen leicht präpotenten Schmäh irgendwie durchziehe, der kommt derartig selbstkritisch und derartig selbstironisch eigentlich rüber. Das war die große Erfahrung an dieser Arbeit jetzt eigentlich. Ah,
out in the street a brand new beat dance on under the Roma sun. Die kommt eh nicht mehr dran. Ja, heute ist der Pferd besetzt. Na, die Nina wird jetzt frei. Das ist die deutsche NDW-Papageien-Krankheit, Nina. Kennst du die? Sag, das ist nicht schlecht, wenn du so fleckig bist, das sieht man nicht. So eine alte Karosserie. Ja, Regie aber. Das bringt aber nicht. Was für Kranken macht man? Geht man das schnell aus, geht man schnell. Fuchs, was machen die Straßen der Bronx? Die Falco Show hat im Prinzip für mich, wenn du mich so fragst, die Intention, dass jede Mutter Mitteleuropas ihrer Tochter von ganz allein die 180 Schilling für die LP geben muss. Wurde Falco eigentlich in den USA bekannt? Maßgeblichen Anteil hatte der schwarze Diskjockey Afrika Bambaataa, der seit 3 Jahren im New Yorker Innenclub Roxy die Platten auflegt. Was im Roxy läuft, gilt zumindest in der Ostküstenszene als hip, schick und in. Afrika Bambaataa war auf Falcos erste Platte bei einer Europareise in Frankreich aufmerksam geworden. Der Kommissar dröhnte in allen Clubs aus den Lautsprechern, Afrika nahm die LP mit und sein Publikum im Roxy fuhr vor allem auf die Titel Maschine brennt, Auf der Flucht und Helden von heute ab. Bald gab es spezielle Maxi-Mischungen für den amerikanischen Markt und als die englische Version des Kommissars ganz hoch in die US-Charts kletterte, war Falco auch überregional in den USA ein Begriff. Es war daher kein Wunder, dass sich Falco und Bambaataa, der übrigens auch Musik zum neuesten Breakdance-Film Beat Street beisteuerte, während der Dreharbeiten in New York trafen. This is supposed to be Mr. Afrika Bambaataa. How are you doing? Das lang erwartete neue Album von Falco ist in den USA noch nicht veröffentlicht. Fachleute bewerten die Chancen von Falcos neuer LP in den USA für viel besser als in Europa, da sich die Produktion von Robert Ponga ganz stark an amerikanischen Maßstäben orientiert. Trying to keep the funk happening in New York and the rapping and rapping. New wave funk, everything. I got a new album out. Do you want to hear something? Yeah, definitely. Most definitely. Yeah. It's rap. It's mixed, you know, in my style, English and German. Falco ließ Afrika am Walkman in die für das Roxy interessantesten Stücke reinhören. So zum Beispiel in Hoch wie nie, eine Nummer, die für die TV-Show in der Wüste von Arizona optisch umgesetzt wurde. He will love it, I know. Über Paris nach Madrid, das Wetter berührt, hast du ein Cargo mit, ich meine, zu einer Amina, John. Uptown, the middle, then downtown, to get the best deals around in town, you have to book it out.
sind am Montag voriger Woche nach Tucson rüber mit einem Zeitunterschied von 9 Stunden, also ein Schlauch. Haben dort auf den Junkyards aufgelöst, hoch wie nie. Die Junkyards sind, deutsch gesagt, einer der, überhaupt ja der größte Flugzeugfriedhof der Welt. Ich kann da sagen, das spürt sich wahnsinnig ab. Ja. Und diese ganzen Dinge, die dort rumsitzen, also so ungefähr so 20.000 ausrangierte Flugzeuge, verrotten überhaupt nicht. Das ist fantastisch, weil es überhaupt keine Luftfeuchtigkeit gibt. Also das steht dort, als wäre es gestern hingestellt worden. Das einzige Schwierige ist mit dem Hubschrauber nur das gewesen, dass neben Air Force Base ist, wo also ununterbrochen Flugzeuge rauf und runter gehen. Wir haben dann vom Hubschrauber aus, wie wir gedreht haben, gesehen, dass dort auch eine Montana-Maschine steht, was uns also mit heimatlichem Glück irgendwie erfüllt hat, obwohl ich bis heute nicht weiß, was die dort tut eigentlich. I'm so often asked the question by European journalists and so on. Falco, they are going to ask me, don't you think that you're stealing black culture when you're making rap? What do you think about it? Well, I think, you know, it's basically helping to cross over and stuff. You know, I feel like when a lot of the British people did rap, it opened the door for our style of American rap, roots rap, to come into their country. When Chance D'Amour did rap for fans, it helped. Falco diskutiert mit Afrika Bambaataa einen Vorwurf, den Falco oft von europäischen Journalisten zu hören bekommt. Er, Falco, stehle schwarze Musik, bediene sich ungerechterweise an den Elementen fremder Musik. Afrika weist das zurück, sieht europäischen Rap als eigenständige Musikform, die vielmehr als Wegbereiter der schwarzen Welle mit Scratch und Breakdancing in Europa zu sehen ist. Taken a chance to manifest something in working together, maybe. Could we have a chance to do something like that? Oh, most definitely. If we work together, we will put our ideas on what's happening throughout the world. It might not have to be on something that's, you know, problems with. Das Interesse füreinander setzen Falco und Afrika gleich in konkrete Pläne um. Man beschließt, mit einem gemeinsamen Song ein schwarz-weißes Europa-USA-Manifest abzugeben. Bei der gegenwärtigen Duettwelle liegen sie damit sicher im Trend. Das Stück, so wird spontan besprochen, soll eine politische, aber vor allem positiv unterhaltende Aussage haben. Die bisher unveröffentlichte Nummer Zakadaka, in der TV-Show, aber bis jetzt nicht auf Platte, erfüllt für beide diese Voraussetzungen. Ergebnis: Im September geht man in New York ins Studio. Or that. Dance the fuck. You're the master. Yeah. Yeah, right. This is bad. Dass man als Österreicher sogar am Broadway in New York auffallen kann, bewies Falco anderntags mit der Salzburgerin Brigitta Cimarolli, die in der Show bei zwei Songs die Partnerin von Falco ist. Die Nummer Hallo Deutschland wurde im legendären Musikerhotel Chelsea verfilmt, wo schon einst Größen wie Jimi Hendrix, Bob Dylan, Janis Joplin oder Leonard Cohen wohnen. Wir stellen noch eine Lampe auf, damit die ganze Geschichte heller wird und nicht so viel auf Effekt. Tust du dich frisieren schnell bitte, ja? Sibylle, und Sibylle bitte den Hans herrichten, den Bart. Gary, you know that we need the playback of Hallo Deutschland then, ja? Okay, so put it in sound. Okay. Okay. So, Hans, bitte ihr beide kommt rüber. Hier vorbei, ja? Hans geht zum Bett, du verzögerst ein bisschen hier, ja, er lässt sich reinfallen. Hans Telefon. So. Hans nimmt Telefon, du stehst nur hier, so. Er beginnt zu wählen. So, während er jetzt wählt, Brigitta, gehst du so langsam nach vor. Ja, lass tief. Ich mach das, wie ja. Du beachtest sie gar nicht, Hans. Er sieht wieder mal nichts, ja. Jetzt
T-Shirt langsam, das ist dann eine große von vorne, ja, so ganz langsam, lass dir Zeit, lässt es fallen, genüsslich, drehst dich langsam weg, den Moment musst du auskosten, ja, und gehst zum Spiegel. So, jetzt gehen wir zum Spiegel rüber. Wo haben wir den Hut vom Hans? Hier ja, schaust du, das also ausspielen, hier im Spiegel schauen, ja, du gefällst dir selber, ja, hier langsam mit der Hand den Text entlang. Polaroids rüber, so, dann kommt das Pferd wieder runter, kommt die Action mit dem Lippenstift, ja, schreibst Hallo. Auf jeden Fall, tu es einmal andeuten, ja, so. Und den, ich muss das sein. So, dann hängt links oben der Hut, ja, dann nimmst du den. Drehung kommt nach links von dir aus, ja, rüber, so zum Hans. Er telefoniert noch und langsam, langsam zeitlos nach links. So. So. Er reagiert nicht. Du setzt dich auf. Ja. So, setz dich auf. Du musst aber den anderen Fuß aufdrücken. Pass auf in dem Telefon. So, und dann lässt dich mit einem Schwung rüberfallen und rollst zweimal rüber. Ja. So, und rüber. So. Regeln, Regeln. So erfolgreich wie Falco wären sie wahrscheinlich auch ganz gerne. Die Wiener Gruppe Appendix, die wir euch heute zum ersten Mal in OK vorstellen, mit dem Titel Sommernacht. Gedreht wurde dementsprechend auch nur in der Nacht, bis in die Morgendämmerung, an allen möglichen